Eine andere Methode, um systematisch zu Kleinsignalmodellen oder allgemein dynamischen Modellen von DC-DC-Wandlern zu kommen, ist die Mittelung im Zustandsraum oder Englisch State Space Averaging. Das möchte ich hier vorstellen, am Beispiel für Wandler, die im kontinuierlichen Betriebsmodus arbeiten. Von der Idee her ist das eine systematische, aber auch relativ formale Methode, um zu einer Zustandsraumbeschreibung zu kommen, das heißt zur Modellbildung von DC-DC-Wandlern. Was ist die Idee bei diesem State Space Averaging oder der Mittelung im Zustandsraum? Die Idee ist, dass DC-DC-Wandler in jedem Schaltzustand ein lineares Netzwerk darstellen, für das wir die Zustandsgleichung aufstellen können, und diese werden dann zu einer Zustands-DGL gemittelt. Das heißt, wir können in jedem Schaltzustand die Zustandsraumdarstellung ermitteln. Und man kriegt im Prinzip das nicht-lineare Zustandsraummodell, indem man diese Zustände mit den jeweiligen Verweildauern gewichtet. Und dann bildet man daraus das Gesamtmodell. Das heißt, die Folge davon wird sein, man kriegt ein nicht-lineares Zustandsraummodell, und aus diesem kriegt man dann ein Arbeitspunktmodell plus ein AC-Modell durch Linearisierung. Und da werden wir uns ein spezielles Verfahren angucken. Das heißt, dort wird der Einsatz sein, wir werden Signale modellieren, wie wir das auch getan haben bei dem PWM-Switch-Modell, durch einen Gleichanteil plus einen Wechselanteil, und das dann formal einsetzen, um zu dieser Modellierung zu kommen. Bevor wir allgemein das betrachten, möchte ich hier die Zustandsraumdarstellung am Beispiel linearer Netzwerke einführen. Das erhebt jetzt nicht den Anspruch der vollständigen mathematischen Korrektheit, sondern es geht bloß darum, sozusagen diese formale Darstellung kennenzulernen. Generell eine Zustandsraumdarstellung von Systemen. Dahinter steckt die Idee, dass wir eine Systembeschreibung machen durch ein System von NDGLs erster Ordnung und nicht wie zum Beispiel bei der Theorie linearer Systeme im Bildbereich der Laplace-Transformation, dass man zunächst davon ausgeht, wie in der klassischen Regelungstechnik, dass man zum Beispiel eine DGL-nte Ordnung hat, sondern diese würden wir umwandeln in NDGLs erster Ordnung, die uns dann Informationen über den Systemzustand geben, das heißt auch über innere Systemgrößen und vielleicht nicht bloß die Eingangs- und die Ausgangsgrößen. Bei der Zustandsraumdarstellung haben wir es formal mit Matrixgleichungen zu tun. Das heißt, es ist ein sehr formalisiertes Vorgehen, und wir haben im Prinzip zwei Gleichungen. Das erste ist die sogenannte Vektor-DGL oder die Zustandsdifferentialgleichung. Formal schreiben wir die so auf: Das ist dx nach dt, wobei x der Vektor der Zustandsvariablen ist, ist a mal x plus b mal u. Hierbei ist der Vektor x der Vektor der Systemzustände oder Zustandsvektor. Der Vektor u ist der Vektor der Eingangssignale, und a ist die Systemmatrix, b ist die Eingangsmatrix. Kommen wir gleich dazu, wenn wir so ein Beispiel sehen, wobei wir dort in dem Beispiel zum Teil es nur mit Vektoren zu tun haben und diese sozusagen als Spezialfall von Matrizen betrachten. Als zweite Gleichung haben wir dann die Ausgangsgleichung. Das heißt, wir können einen Vektor von Ausgangsgrößen definieren. Dieses ist c mal x plus d mal u, wobei jetzt hier y die Ausgangsgrößen sind, c Ausgangsmatrix und d wäre die Durchgangsmatrix. Machen wir dazu ein Beispiel mit linearen Netzwerken. Das heißt, das hier ist jetzt bloß die formale Schreibweise mittels zwei Gleichungen. Das heißt, eigentlich, was dort formal bloß drinsteckt, ist bloß eine andere Schreibweise von NDGLs erster Ordnung. Und um das mal, wenn man es noch nicht kennt, vorstellen zu können, wollen wir einfach ein Beispiel machen, ein einfaches, was uns auch beim Tiefsitzsteller bzw. Abwärtswandler später begegnen wird. Wir wollen jetzt ein Beispiel machen für ein lineares RLC-Netzwerk. Und üblicherweise ist es so, bei einem derartigen Netzwerk wählen wir die Systemzustände als die Ströme durch die Induktivitäten und die Spannung an den Kapazitäten. Tatsächlich kann man auch andere Systemzustände benutzen, das heißt, die Zustandsraumdarstellung ist in diesem Sinne nicht eindeutig, aber das ist eine systematische Vorgehensweise, um sozusagen immer zu dem Modell zu kommen. Betrachten wir folgendes Netzwerk: RLC-Ausgangsfilter, das wir auch beim Tiefsatzsteller haben, das heißt hier dieses LC-Filter, was mit einem Widerstand R belastet wird. Und wir wollen jetzt hier folgendes definieren: Wir haben hier eine Spannung U1. Das sei unsere Eingangsgröße. Das heißt, der Vektor U hat hier bloß eine Komponente, ist also bloß ein Skalar. U von t ist also hier U1 von t.
Ausgangsgröße sei die Spannung über dem Widerstand R. Das heißt, auch y von t ist kein Vektor, sondern hier bloß eine einzelne Spannung. Und die Systemzustände sind jetzt, nachdem was vorher gesagt ist, die Ströme durch die Induktivität und die Spannung an der Kapazität. Das heißt, hier IL von t zeichnen wir als x1. Und der zweite Systemzustand sei die Spannung uc von t. Und da sehen wir schon, okay, wenn das hier der zweite Systemzustand ist, dann ist y hier uc von t, was das gleiche ist wie x2 von t. Und tatsächlich hier drin steckt schon unsere Ausgangsgleichung eigentlich. Gut. Jetzt wollen wir uns angucken, wie kommen wir jetzt zu diesem Zustandsraummodell dieser Matrixgleichung. Tatsächlich dieses System, sehen wir, hat zwei Energiespeicher, können wir also durch eine DGL zweiter Ordnung beschreiben oder aber auch durch zwei DGLs erster Ordnung. Und die wollen wir uns jetzt ableiten, indem wir die Maschen- und die Knotenregel hier anwenden, um das auszuwerten. Das heißt, ich male hier mal eine Masche ein. Wir nehmen diese Masche und wir werden hier oben den Knoten betrachten, um die beiden DGLs abzuleiten. Das heißt, die Masche M hier oben sagt mir, wenn wir den Spannungsabfall über die Induktivität einführen, dass die Spannung U1 in Summe der Spannungsabfall UL plus dem Spannungsabfall U2 bzw. der Spannung UC entsprechen muss. Das heißt, U1 ist UL von T plus UC von T. Jetzt habe ich hier schon meine eine Zustandsgröße drin und hier das UL von T formen wir jetzt um. Das heißt, ich schreibe das um, indem ich UL von T durch die Grundgleichung der Induktivität umforme als L DIL nach DT und hier das UC von T abschreibe. Und jetzt können wir das auflösen nach diesem Differentialquotienten DIL nach DT, indem wir durch L teilen und vorher minus UC machen. Das heißt, dann haben wir minus 1 durch L mal UC von T plus 1 durch L mal U1 von T. Und tatsächlich ist das jetzt in dieser Darstellungsweise sozusagen äquivalent zu folgendem. Das ist x1' oder dx1 nach dt ist gleich 0 mal x1 minus 1 durch L mal x2 plus 1 durch L mal u von t, meine Eingangsgröße. Das heißt, was ich hier tatsächlich gemacht habe, ich habe das auf so eine Form gebracht, dass ich hier diese Zustandsgrößen benutzt habe. Und das wäre jetzt eine erste Gleichung. Tatsächlich ist das hier sozusagen eine erste DGL, erste Ordnung eines DGL-Systems. Und zwar für die Größe IL von t. Jetzt nehmen wir den Knoten K, um die zweite Gleichung abzuleiten. Das heißt, hier an diesem Knoten sehen wir, fließt der Strom IL zu, es fließt aber der Strom IC weg und gleichzeitig der Strom IA durch diesen Widerstand R. Schreiben wir das also auch auf. IL von T ist also IC von T plus Strom durch den Widerstand IA von T. IL von T ist bereits eine Zustandsgröße, behalten wir also. IC von T ersetzen wir hier auch wieder, so dass wir hier unsere zweite Zustandsgröße reinkriegen. Die Grundgleichung im Kondensator ist IC ist gleich C mal DUC nach DT. Und IA drücken wir durchs Ohmsche Gesetz aus. Das heißt, über dem Widerstand R fällt die Spannung U2 ab, beziehungsweise die Spannung UC. Und jetzt wollen wir hier eine Gleichung haben, wo wir das in Abhängigkeit von diesen Zustandsgrößen beschreiben. Also nehmen wir UC und sagen, IA ist gleich UC durch R, also UC von T durch R. Und das können wir jetzt auch wiederum auflösen nach DUC nach DT. Und zwar ist das dann 1 durch C mal IL von T minus 1 durch R mal C mal UC von T. Und das wäre jetzt hier auch wieder äquivalent einer Schreibweise x2' ist gleich 1 durch C mal x1 minus 1 durch RC mal x2 plus 0 mal U von T. Jetzt wollen wir das einfach bloß zusammen aufschreiben. Und zwar, wir interpretieren die Gleichungen 1 und 2 einfach als Zeilen von zwei Gleichungen, die übereinander geschrieben sind in der folgenden Form, dass wir links stehen haben x1', x2' und rechts jetzt eine Matrixgleichung, die beim Ausmultiplizieren genau als Zeilen diese gleichen Elemente ergibt. Das heißt, wir schreiben hier in die erste Zeile dieser Matrix die Koeffizienten aus der Gleichung 1 rein, 0 minus 1 durch L und in der zweiten Zeile aus dieser Gleichung 2. 1 durch C minus 1 durch RC. Und jetzt haben wir hier noch unsere Größe U von T. In diesem Fall keinen Vektor, sondern nur einfach U von T. Dann haben wir hier einen Vektor B, das eigentlich eine Matrix wäre, um den letzten Term hier in Gleichung 1 bzw. diesen Term mit 0 in Gleichung 2 nachzubilden. Dann steht hier unten in 0 und hier oben 1 durch L. Und tatsächlich habe ich jetzt hier sozusagen bloß meine beiden Gleichungen 1 und 2 in einer Matrixform geschrieben. Das heißt, das erste hier ist die Vektor DGL und ich kann jetzt auch noch die Ausgangsgleichung schreiben. Diese steckt eigentlich hier oben schon drin. Y von t ist gleich x2 von t. Das heißt, das ist 0 mal x1 plus 1 mal x2 plus 0 mal u.
Na, kann man hier auch so sagen, hier, das ist y von t 0 mal x1 von t plus 1 mal x2 von t plus 0 mal u von t. Können wir also genauso aufschreiben in der Form. Unsere Ausgangsgleichung y ist 0,1 transponierten Vektor multipliziert mit x1, x2 plus 0 mal u, wenn wir so wollen. Und dann haben wir hier die Vektor DGL stehen und jetzt könnten wir hier diese Matrizen ablesen. Das heißt, hier haben wir eigentlich dieses dx nach dt, hier haben wir die Systemmatrix A, hier haben wir den Vektor der Systemzustände, hier hätten wir jetzt diese Eingangsmatrix B, die tatsächlich hier ein Vektor ist. Der Vektor der Eingangsgrößen U ist jetzt hier bloß eine skalare Größe und hier unten der Vektor der Ausgangsgrößen ist, weil wir bloß eine Ausgangsgröße haben, auch bloß ein skalarer Wert. Die Ausgangsmatrix ist hier bloß ein Vektor. Das heißt, wir haben hier transponierten Vektor, der unsere Ausgangsmatrix C darstellt. Hier wieder den Vektor der Systemzustände. Und die Durchgangsmatrix D ist hier bloß ein Skalar und der ist 0. Hier haben wir wieder den Vektor der Eingangsgrößen U, der ebenfalls 0 ist. Das heißt tatsächlich, diese Darstellungsweise mit den beiden Gleichungen, die wir aus der Maschen- und Nodenregel abgeleitet haben, sowie der einen Gleichung über die Ausgangsspannung beschreibt dann hier dieses Netzwerk in einer Zustandsraumdarstellung. Und in so einer formalen Darstellung werden wir jetzt die Systemcharakteristiken von den DC-DC-Wandlern beschreiben, wenn wir dieses State-Space-Averaging bemühen. Das heißt, wir werden tatsächlich für jeden Schaltzustand ein lineares Netzwerk kriegen und in diesem Zustand können wir so wie gerade abgeleitet dann die Systemmatrizen ermitteln und diese kann man dann formal gewichten mit dem Tastverhältnis, um dann auf die Gesamtsystembeschreibung zu kommen. So kommt man dann systematisch zu dem gemittelten Modell.